So, willkommen zum neuen C-Sharp Tutorial. Heute fangen wir mit der objektorientierten Programmierung an, oder auch OOP. Aber zuerst einmal sollte man natürlich die Grundlagen beherrschen. Also wer jetzt mit den OOP-Videos anfängt, sollte sich vielleicht zuerst noch die Grundlagen-Videos angucken. Denn jetzt wird's schwer. Richtig schwer. Also, zuerst mal objektorientierte Programmierung. Was heißt das denn eigentlich? Tja, ein Objekt ist eine Instanz einer Klasse. Gut, was ist eine Instanz und was ist eine Klasse? Eine Klasse ist zum Beispiel, wie wir in den Grundlagen schon kennengelernt haben, die Konsole in unserem Konsolenprojekt. Eine Klasse kann Member haben, also normale Variablen, private Variablen. Sie kann Funktionen haben, sie kann eigene Strukturen haben. Eine Klasse kann eigentlich alles, was ein Programm an sich auch kann. Die Vorteile einer Klasse werden aber bald ersichtlich, hoffe ich mal. Eine Instanz. Eine Instanz ist, naja, halt eine Instanz einer Klasse. Sprich, man hat eine Klasse, die nennt sich Baum. Und es gibt natürlich nicht nur einen Baum. Es gibt halt nicht nur einen Baum. Es gibt eine Eiche, eine Buche, eine Tanne und so weiter. Und eine Tanne wäre ein Baum. Und wir haben die Klasse Baum. Und wenn wir jetzt die Tanne von dem Baum ableiten, dann wissen wir, die Tanne gehört zu der Klasse Baum, ist aber keine Eiche. Sprich, es gibt Unterschiede zwischen den Instanzen der Klassen, außer bei statischen Klassen, wie zum Beispiel unserer Konsole, die wir schon kennengelernt haben. Aber zuerst einmal, was genau ist eine Klasse? Ich habe gerade gesagt, es ist fast ein eigenständiges Programm, das stimmt so aber nicht. Und zwar sollte man sich jetzt mal überlegen, was das denn ist. Na gut, der normale Betrachter wird jetzt sagen, das ist ein Baum ohne Blätter. Tja, das stimmt auch soweit, aber was soll der Computer da jetzt sehen? Der sieht nur ganz viele weiße und schwarze Pixel. Und das liegt daran, dass man als Mensch abstrakt denken kann. Das heißt, man kann sich Gegenstände vorstellen anhand der Informationen, die man hat. Also, das ist natürlich jetzt nicht wirklich ein Baum mit Blättern, den man anfassen kann, wo man dann die raue Rinde spürt. Wenn ich jetzt mit dem Finger auf meinen Monitor drücke, dann fühlt sich das ganz sicher nicht so an wie die Rinde eines Baumes, der draußen im Wald steht. Tja, und das kann man halt mit objektorientierter Programmierung versuchen, dem Computer einigermaßen beizubringen. Und als Beispiel habe ich dann jetzt hier mal eine kleine Baumklasse mit Pseudocode. Also Pseudocode ist jetzt kein richtiger Programmiercode, sondern einfach wie man es sprechen würde. Diese Baumklasse hat drei Funktionen und vier Eigenschaften. Und diese Eigenschaften wären zum Beispiel Blätter. Könnte man jetzt sagen, Integer Blätter, die Anzahl der Blätter, die an dem Baum hängen. Dann Rinde, ja gut, könnte man jetzt die Dicke der Rinde nehmen oder andere Eigenschaften einer Rinde. Das Alter könnte man ebenso als Integer nehmen, wie alt der Baum ist, und die Höhe würde man jetzt hier wahrscheinlich als Float angeben, weil man könnte das Ganze in Zentimeter, Millimeter oder Meter angeben, und wenn man Meter nimmt, dann ist Int vielleicht nicht ganz so gut, weil Int ja keine Kommazahlen darstellen kann. So, zu den Funktionen unserer Baumklasse. Photosynthese sollte klar sein. Der Baum atmet ja durchgehend, mehr oder weniger vereinfacht gesagt. Dann neue Blätter wachsen lassen, sprich, er hat keine Blätter.
Es ist Frühling und es gibt wieder Nährstoffe für den Baum, sprich er braucht neue Blätter für die Photosynthese. Und im Herbst wirft er seine alten Blätter ab. Tja, das ist jetzt, wie gesagt, nur Pseudocode, aber so könnte eine Baumklasse aussehen. Als zweites Beispiel habe ich mal eine Bankkontoklasse gemacht. Die hat die Funktion Geld abheben, Geld einzahlen und die Eigenschaften den Namen des Kontoinhabers, die Kontonummer und den aktuellen Geldbetrag. Und wie wir das Ganze in VB, ach, nicht VB, in C-Sharp programmieren, das zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt so zumindest verstanden, was ich euch sagen wollte, was denn eigentlich Programmierung ist, und im Laufe der folgenden Tutorials sollte das auch klarer werden. Ciao.